Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, zu einem neuen Podcast, je nachdem, wo ihr das Ganze hört. Und heute einen braun gebrannten Gast, wo ich quasi fast schon neidisch bin, hier im verregneten, aber heute auch mal sonnigen Belgien. Und zu einem Interview, beziehungsweise von einer Interviewreihe. Wir haben heute das zweite Interview. Wir haben exakt vor circa 10 Monaten das erste Mal gesprochen. Und das kam auch super gut an. Und ja, man merkt schon, dass du auf jeden Fall den Lifestyle lebst, so was sich, glaube ich, auch viele Leute wünschen, die, ich sag mal, gerade auch in der Vermögensaufbauphase sind, dass man sagen kann, hey, einfach auch mal ein bisschen reisen, in die Sonne gehen. Und du bist ja auch gerade in Gran Canaria, du kannst ja gerne mal ganz kurz nochmal was zu dir sagen, wenn du möchtest, und ja, auch erklären, was du so gerade machst. Das ist vielleicht auch interessant. Genau, also ich bin 57 Jahre alt, verheiratet. Und meine Frau und ich haben unsere Jobs quasi quittiert. Also ich schon vor einem guten Jahr, mit 56 bin ich ausgestiegen. Meine Frau ist dieses Jahr im August oder September ausgestiegen. Ja, im August eigentlich. Genau, und dann haben wir beschlossen, dass wir auf eine Open-End-Weltreise gehen. Ist jetzt Corona-bedingt ein bisschen anders gelaufen, als wir es gedacht haben. Also wir hatten andere Pläne als die Reiseziele, die wir jetzt so bereist haben, schon bereisen werden. Aber wir schlängeln uns jetzt einfach so durch und versuchen unser Leben so weit zu genießen, machen viel Sport, genau, lesen das ein oder andere Buch, was man vielleicht früher nicht so konnte, weil man ziemlich im Beschlag war mit der Arbeit. Mhm. Genau, ich verfolge auch weiterhin so die Themen Aktien natürlich, auch in der Community, auch für mich selbst. Und genau, momentan sitzen wir in Maspalomas auf Gran Canaria. Wir sind losgezogen im August oder Ende August. Wir waren in Italien so 7 Wochen. Wir waren einige Wochen in der Schweiz, haben das ein oder andere angeschaut, sind dann mit dem Schiff in die Karibik rübergefahren, von der Karibik wieder zurückgeflogen und sind jetzt eben, wie gesagt, auf den Kanaren, überwintern hier auf verschiedenen Inseln. Also wir sind jetzt hier bis Anfang Mitte März. Und dann schauen wir mal, wo es uns weiterhin verschlägt oder was auch die Corona-Situation so sagt. Und was das Aktiendepot vor allem sagt. Ne? Vielleicht ja. Hofft, dass hier noch ein paar da bis dahin. Genau. Ja, du sagtest, du bist ein bisschen raus vom Aktienthema, sondern bist jetzt in der Phase, wo man genießen kann. Das ist ja eigentlich das, was viele Leute sich wünschen. Wir haben auch einige Fragen. Ich habe heute Morgen eine Story gemacht mit Fragen, die ich dir gleich auch stellen werde aus der Community. Was die Leute natürlich auch brennend interessiert, ist grundsätzlich aber auch, wie kommt man dahin? Weil ich sage mal so, das ist natürlich der Traum, glaube ich, von jedem zu sagen, hey, man geht irgendwie auch frühzeitig nicht nur in Rente und versucht dann knapp irgendwie zu Hause mit dem Geld klarzukommen, sondern man kann sagen, hey, man geht auf eine Weltreise oder man macht, was immer auch einem Spaß macht. Und wie kommt man dahin? Also vielleicht schauen ja Leute jetzt zu und denken sich, das will ich auch. Ja? Sage ich mal ganz grob, der Weg, um überhaupt dahin zu kommen? Okay, der Weg ist eigentlich, wenn man nicht schon hinter sich hat wie ich, dann war manchmal mit Höhen und Tiefen so ein bisschen gekleistert, aber das haben wir ja schon mal besprochen. Genau. Der Weg dahin ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich immer von dem, was man Einkommen hat, ein bisschen was zurücklegen. Weiß ich nicht, es kommt natürlich immer auf die jeweilige Situation an. Aber sich nicht nur Wünsche erfüllen, sondern auch was zurücklegen in einer gewissen Höhe und dann eben die richtigen Aktien kaufen oder sich zu überlegen, welche Aktien ich gerne hätte, welche machen Sinn für mich selbst. Also hätte ich gern was mit Dividende, hätte ich gern was mit Wachstum, wie viel Zeit habe ich und. Außerdem solche Themen, die du, Maxim, ja quasi auch bei dir oft in deinen Posts gehandelst oder auch die anderen ganzen vielen Kolleginnen und Kollegen, die ja ganz viel posten, wo man das eigentlich ganz gut nachlesen kann. Also letztendlich was zurücklegen, die Aktien oder diese Dinge auch liegen lassen, Geduld haben, ja, und dann einfach über die Jahre beobachten, wie sich der Wert steigert und wie sich hoffentlich auch die Dividenden steigern, weil die Dividenden werden ja in der Regel auch immer mehr. Also das heißt, wenn jemand ganz viel bei Starbucks Kaffee trinken geht, wie du, Maxim, ja. Muss ich auch dann steigen natürlich. Das hat mir heute Morgen gut gefallen, weil ich habe kurz vorher, vor deinem Post, habe ich gelesen, Starbucks hat die Dividende um 9% im vierten Quartal erhöht und dann habe ich das Bild von dir gesehen. Und genau das ist eigentlich das Geheimnis. Ja. Also ich suche mir Firmen aus, die halt eine entsprechende Zukunft haben. Und damit natürlich auch ihren Wert steigern, auch das Outcome steigern.
Und das bringt halt über die Jahre die entsprechende Rendite, wie schon von vielen in der Community eigentlich vorgerechnet. Ja, das ist echt sehr schön für die Leute auch zu sehen, wie dann, weil vielen Leuten, die natürlich in dieser Phase sind des Vermögensaufbaus, vielleicht die ersten paar Jahre am Aktienmarkt dabei sind, denen fällt es auch manchmal schwierig, überhaupt so daran zu glauben, dass das dann irgendwann dann auch mal eintrifft, weil es natürlich schon ein Weg, der jetzt nicht von heute auf morgen im Normalfall entsteht, sondern man muss natürlich auch kontinuierlich daran bleiben. Und da habe ich auch die erste Frage vom Stefan. Er fragt, hast du denn einen Entnahmeplan, dass du irgendwie 4% pro Jahr entnimmst oder hast du tatsächlich wirklich deine Dividenden, von denen du dann lebst und ich sag mal, deinen Alltag bezahlst? Oder wie sieht das konkret bei dir aus? Ja, einen Entnahmeplan in dem Sinn habe ich nicht. Also die Aktien oder die Unternehmen selbst, die ich habe, die bleiben im Depot. Das werden dann eher mehr. Oder ich kaufe dann immer wieder mal etwas nach. Von den Dividenden selbst entnehme ich. Also ich spare die Dividenden nicht alle an. Ja. Wobei, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, ich habe im Prinzip eine Tabelle, die geht bis 100 Jahre. Ja, man weiß nicht, wie alt man wird. Vielleicht lebt man nur noch eine Woche, vielleicht auch noch 20, 30, keine Ahnung. Aber ich habe eine Tabelle bis 100 und da steht quasi mein Vermögen oder unser Vermögen und die Werte und die Dinge, die noch kommen werden, drin. Und damit kann man relativ easy ableiten, wie viel Budget habe ich pro Jahr oder so. Wie viel könnte ich pro Jahr haben? Rechnet man noch ein bisschen Inflation rein? Rechnen wir eine gewisse Steigerungsrate rein, die Aktien selbst, da gibt es ja auch entsprechende Tools, wo man schauen kann, was haben die in der Vergangenheit vor der Dividendensteigerung gehabt. Ja, und da nehme ich einfach einen gewissen Mittelwert, nehme den relativ solide, also ich bin ja Schwabe, also relativ niedrig, also in der Regel liege ich immer niedriger, als wie es nachher kommt. Von daher ist es dann immer schön, wenn man hinterher ein bisschen mehr hat. Und so tariere ich das Ganze quasi aus. Also ich habe quasi eine Budgetierung für die nächsten Jahrzehnte. Und zurück auf die Frage, ja, ich nehme von den Dividenden raus, aber ich nehme nicht von den investierten Aktien was raus momentan. Ja, sehr Habe ich spannend. jetzt zurzeit auch nicht vor. Ja. Ich ja, finde das tatsächlich auch eigentlich, das favorisiere ich auch, weil es gibt natürlich, ja, es gibt auch Leute, die sagen, oh, man entnimmt dann irgendwie 4%, aber was man ja da nicht vergessen darf, die Anteile, die Anteile Aktien oder die Anteile ETFs, die werden ja dadurch niedriger. Und wenn man halt eine gute Dividendenrendite hat aufs gesamte Portfolio und davon dann auch leben kann, vielleicht sogar dann davon nochmal was investieren kann, wenn man nicht alles ausgibt, dann ja, sorgt man halt dafür, dass das Depot halt sogar noch weiter wächst, ne, oder zumindest eine gewisse Stabilität hat. Und vor allem, wenn es mal so kracht, ja, ist es halt auch nicht so einfach dann, wenn man irgendwie so einen Hypercrash hat mit 40, 50% oder 60%, da noch auch noch dann fleißig zu entnehmen und zu reisen. Das ist dann sicherlich nicht so ein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, man hat da noch seine Dividenden, die ja zu einem gewissen Teil dann so oder so kommen, auch in einem Crash. Die einzige Frage ist natürlich die, das hat er letztens auch immer mal diskutiert, glaube ich, wie kriege ich denn mein Depot zu einem gewissen Zeitpunkt auf Null? Ja. Also von daher ist natürlich schon die Frage, entnimmt man irgendwann mal oder was macht man damit? Ja? Also die Frage stelle ich mir momentan nicht wirklich, aber die wird irgendwann auch mehr im Raum stehen. Ob Ja. man dann doch irgendwann mal einen gewissen Anteil wieder rausnimmt und umschichtet in andere Themen oder ausgibt oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber in der Phase bin ich nicht. Ich habe jetzt quasi erst angefangen, Zu genießen. nicht mehr zu arbeiten, ja, oder nicht mehr im Berufsleben zu stehen. Von daher ist ja auch noch wahrscheinlich eine gewisse Zeit da, wo das jetzt nicht die Frage sein wird, aber die Frage wird kommen irgendwann, ja. Ja, das hatte ich auch gesehen, ne, dass man dann eben darüber spricht, okay, man möchte ja auch das, was man aufgebaut hat, dann irgendwie verbrauchen. Aber ich sage, gut, wenn man jetzt selber vielleicht irgendwann merkt, ja, wenn man 70, 80 ist, oh, es wird jetzt schwer, überhaupt das Ganze mal auf Null zu bringen. Das ist ja auch dann, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Weil, ja, ich meine, ob man jetzt von der Welt geht und man hat noch ein bisschen was im Depot oder nicht, ich glaube, für einen selbst macht das dann keinen Unterschied mehr. Hauptsache, man hat ein schönes Leben gehabt. Vielleicht kann man es hinterlassen oder auch irgendwie spenden, was auch immer ist. Genau. Damit kann man ja dann auch Sachen machen, wenn man es selbst irgendwie nicht verwenden kann und man da uneingeschränkt auch leben kann. Dann habe ich eine interessante Frage. Also ich gehe einfach mal kreuz und quer durch vom lieben Jeff. Er hat geschrieben, wie ist Uwe mit dem Gefühl von Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft umgegangen? Beziehungsweise hattest du da
mal Unsicherheiten oder warst du immer fest davon überzeugt, da deine Ziele zu erreichen? Ja, in jüngeren Jahren gab es immer wieder mal Unsicherheiten oder Crashs oder wie auch immer. Und die ersten ein, zwei Crashs meines Lebens, die habe ich dann immer dazu genutzt, alles zu verkaufen, ja, und dann nichts mehr zu haben, wieder von vorne anzufangen. Und das hat mich natürlich zurückgeworfen. Wenn ich damals den Mut gehabt hätte, investiert zu bleiben, wäre es mir natürlich finanziell gesehen früher besser gegangen. Nur, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren, als es noch kein Internet gab und die Medien auch noch nicht so in der Vielfalt da waren, war es vielleicht auch ein Tick schwieriger. Da gab es ja keine so eine Community wie heute oder da gab es kein Internet, wo ich alles Mögliche mir recherchieren konnte. Da gab es halt ein Handelsblatt und da gab es irgendwelche Zeitungen und aber nicht so, man konnte sie nicht so austauschen. Ne? Und der Mindset von vielen Leuten ist halt der gewesen, Aktien ist eher spekulativ und man muss, man kann da schnell Geld damit verdienen und so. Aber da hat, also zumindest in meinem Umfeld, ja, gab es nicht so viele Menschen, die jetzt gesagt haben, ja, du musst lange investiert bleiben, halt durch. Und das ist das Schöne heute eigentlich, dass man heute als jüngerer Mensch sagen kann, okay, ich gucke mir mal den an und jenen an und beobachte das Ganze und kann dann meinen eigenen Weg finden. Das stimmt, ja. Ja, aber es ist durchaus interessant, dass du trotz teilweise ersten Verkäufen in Crashes, ne, so ein bisschen, dass man da das Ganze gecuttet hat, trotzdem heute da bist, wo du bist. Ne? Weil es gibt ja auch viele Leute, die so ein bisschen Angst haben. Ja, entweder, ich spreche auch super oft mit Leuten, die haben auch schon mal 2008 was gemacht, dann in der Krise haben sie es wieder aufgegeben. Und die werfen das Thema dann so beiseite, weil sie halt sehr oft diesen Gedanken haben, es ist zu spät. Oder oh, hätte man doch mal früher angefangen. Aber ich glaube, das hat jeder und das ist ein schön zu sehen, dass das trotz ja, vielleicht Zeit, die man das nicht genutzt hat oder trotz Fehler, die vielleicht mal passiert sind, es trotzdem schaffen kann, wenn man sich dann dafür entscheidet, das Ganze richtig anzugehen und dann auch eben durchzuziehen. Ja, das ist, glaube ich. Ja, es gibt ja auch diese, ich glaube, wie heißt die Dame, die Beate Sanders oder ja, wie die heißt? Ja. Die, glaube ich, erst mit 60 angefangen hat, in Aktien zu investieren, wenn ich es richtig weiß. Ne? So. Und die ist ja auch sehr erfolgreich noch gewesen, eigentlich bis zu ihrem Tod. Ne? Mhm. Ja, also die hat, ich glaube, da habe ich jetzt ein YouTube-Video, das kommt auch die Woche mit so ein paar Learnings von ihr, weil ich finde sie auch sehr inspirierend. Und die hat mit 58 angefangen, ich glaube mit 30.000 Euro und ist jetzt, sag mal so, in den letzten Wochen, wo sie dann noch Interviews gegeben hat, war ihr Depot bei 2,7 Millionen. Also es ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Und wenn man dann auch so Spaß dran hat wie sie, ist das natürlich eine super, super schöne Sache. Aber auf jeden Fall interessant und ich sage mal, Unsicherheiten sind halt ganz normal. Ne? Also das ist halt, gehört zum Leben dazu. Ich glaube, wenn man jetzt so sieht, deine Situation, ne? Du bist am Reisen, man genießt das Leben oder auch von Helmut, dann sieht das natürlich immer leicht aus. So, ach ja, aber natürlich der Weg dahin, der war natürlich auch voller. Es ist nicht einfach, das einfach mal so zu machen, ne? Sondern man muss da schon durch emotionale Achterbahn durch. Und ist auch interessant. Vielleicht dann, wo wir so ein bisschen auch auf deine jüngere Situation zu sprechen kommen. Ich habe hier eine Frage von Aaron, der fragt, was würdest du denn deinem 25-jährigen Ich raten, ja, wenn, mit deinem heutigen Wissen aus deiner heutigen Situation? Was ich ihm raten würde, also raten würde ich meinem 25-jährigen Ich, was ich vorher schon gesagt habe, immer einen gewissen Anteil an dem Einkommen, das man hat, zurückzulegen. Und ich würde dann eben einen Mix machen aus Wachstumsaktien, Dividendenaktien und einfach schauen auch, dass ich die Aktien günstig einkaufe. Also wenn die Aktie, hat auch irgendeiner mal gesagt, 1 Euro Wert hat, würde ich sie gerne für 50 Cent kaufen. Also was ich im Laufe der Jahre dann halt gemacht habe, ist auch immer ein bisschen Geduld gehabt zu haben, ja, bis vielleicht ein kleiner Einbruch war, so jetzt in der Corona-Krise oder auch andere Krisen, die davor gewesen sind, dass man dann einfach die Aktien auch günstig kauft. Ja. Also ich gehe vielleicht auch in den Supermarkt, blödes Beispiel, als hier steht eine Flasche Cola. Ja. Ja, und wenn ich an einem Supermarkt, da lief ich jetzt die Woche vorbei und habe dann gesehen, die große Flasche und die mittlere Flasche und die kleine Flasche, und da steht ja immer dieser Durchschnittspreis. Dann habe ich einmal gesehen, die große Flasche,
hat irgendwie den günstigsten Preis im Verhältnis. Und so würde ich es gerne bei den Aktien auch. Also ich hätte schon gern gute Aktien, ja, oder man muss einfach analysieren, auch was für einen selber gut ist, aber ich möchte es preiswert haben. Ich möchte da jetzt nicht zu teuer einkaufen und auch nicht unbedingt zu dem Preis, den sie wert sind, sondern ich hätte sie gern günstiger. Oftmals kennst du vielleicht auch von Social Media die Aussage, dass manchmal die Leute sagen, bei dem Unternehmen kann man dann nichts falsch machen. Ja, vielleicht bei dem Unternehmen nicht, aber wenn die Aktie halt viel zu hoch steht, was ja ab und zu mal passiert, auch bei Qualitätsaktien, ja, dann hast du halt deine Rendite halt geschmälert. Der Helmut hat im letzten Interview so ein bisschen von der Entertainment-Steuer gesprochen, so hat er sie genannt, wenn man halt zu hoch einkauft und dann so Abschläge hinnehmen muss. Und vor allem, Gut. man muss halt auch die Geduld haben beim Einkauf. Ja? Also viele Leute lernen sich diese Geduld, Aktien zu halten, aber auch beim Einkauf oder Kaufen von Aktien die Geduld zu haben, was du gerade gesagt hast, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Oder wenn du keine Geduld hast, ich habe es dann früher teilweise auch so gemacht, ich habe die Aktie, wenn ich davon überzeugt war, dann trotzdem gekauft, auch wenn sie einen einigermaßen realen Wert hatte. Aber ich habe dann versucht, immer wieder nachzukaufen, ja, und damit natürlich auch wieder einen besseren Kurs zu erzielen oder einen Einkaufskurs zu erzielen. Ich denke, es ist schon schwierig mit 25, wenn jetzt die Kurse alle hoch sind, ja, dass kaum solche Aktien gibt, die irgendwie günstig zu haben sind. Und ich will jetzt beginnen. Ja, ich kann nicht schlecht warten, bis ich 35 bin und dann vielleicht der nächste Einbruch Das kommt. Das stimmt, ist ja. mir auch klar. Also ich denke, da muss man einfach so ein bisschen eine Balance finden, wo man da sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht 5.000 Euro zur Verfügung, jetzt nehme ich mal 2.500 und kaufe damit was. Keine Ahnung, so in der Richtung irgendwo. Ne? Absolut, Also jetzt auch nicht ganz zurückziehen und zu sagen, okay, ich warte mal, bis der Rieseneinbruch kommt, der Schwarze Freitag oder so, und dann wartest du Nee. vielleicht lang, wenn es dumm läuft. Das stimmt, das stimmt. Ja, weil vor allem, wenn man so große Investoren anschaut, da sieht man ja manchmal, dass sie jetzt aktuell ein bisschen zurückhaltend sind, aber man darf ja nicht vergessen, ja, so ein Warren Buffett, der hat ja trotzdem Milliarden investiert. Der natürlich jetzt sagt, der kauft mal jetzt ein bisschen weniger, dann ist es für den ja was ganz anderes, als wenn man jetzt, ich sag mal, noch nichts investiert hat und jetzt vielleicht bis zum nächsten Crash, weiß ich nicht, jahrelang warten muss. Und ja, das Ja, ist. oder wenn jetzt eine Münchner Rück oder eine Allianz oder sowas, weiß ich, gerade relativ reell bewertet wären und die zahlen aber 4-5% drin, Dividende. Das muss man ja auch wieder mitrechnen, ne? Dass es eine Dividende gibt oder wie die Allianz, die jetzt sagt, ich werde meine Dividende oder mein Ziel ist, Dividende in den kommenden Jahren weiter zu steigern. Dann wäre es natürlich auch ein Fehler, jetzt nichts zu kaufen und abzuwarten und nicht investiert zu sein, ne? Weil mit der Inflation wird es ja dann auch nicht besser mit dem Geld, das auf dem Konto liegt. Ja? Ja, das ist es halt. Ne? Man muss irgendwas machen und das wird immer mehr Leuten bewusst, so, ne? Mit Inflation, man sieht es an allen Ecken, in jeden Nachrichten. Ja, das auf jeden Fall. Sehr interessant. Dann haben wir eine Frage von Nico. Er fragt, wie hoch war deine Sparquote über die Zeit? Ja, vielleicht einfach in Prozent, wenn du das noch ungefähr weißt. Oder hast du das flexibel gemacht, hast immer mal Einzelkäufe gemacht? Dann kann man das schwer sagen. Das ist schwer zu sagen. Jetzt wünschte ich, ich wäre der Helmut. Ne? Dann hätte ich da hinten irgendwelche Ordner und könnte das alles rausziehen. Habe ich alles nicht. Also die Sparquote würde man sagen, ich habe ja einige Jahre im Ausland gelebt und im Ausland dann teilweise auch einen Ticken mehr verdient als in Deutschland. Deswegen würde ich mal sagen, die Sparquote, die war über die Jahre gesehen zwischen 0 und 50. Ja. Aber es hat geschwankt, ja, weil es immer wieder Umstände gab, wo man dann halt mehr sparen konnte oder wollte. Und dann gab es auch wieder Situationen im Leben, wo vielleicht, gut, das sind auch Immobilien mit dem Spiel, wo man dann vielleicht in der Immobilie eine Tilgung gemacht hat oder keine Ahnung. Also das hat dann immer so ein bisschen hinhergeschwankt. Ja. Also ich Das denke, man müsste vielleicht eher fokussieren auf die ersten Jahre. Die ersten 10, 15 Jahre oder sowas, ich denke, da lag ich irgendwo immer so zwischen 10 und 15% oder so meines Einkommens, Ja. das ich zurückgelegt habe regelmäßig. Ja, das hängt natürlich auch immer vom Einkommen ab, aber ich sage mal so, das ist ja etwas, was man machen kann, auch ohne jetzt sein Leben da zu krass einzuschränken. Ne? Das sieht man ja auch manchmal, dass da Genau. Leute versuchen, sich da irgendwie 80% Sparquoten zu erzielen und ja, haben dann aber auch, sage ich mal, sehr viele Einbußen im Lifestyle oder auch in der Lebensqualität. Und das
Finde ich auch eigentlich wesentlich schöner, wenn man das angenehm macht, aber deswegen auch einfach dabei bleibt und immer wieder macht. Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Frage, wenn du das natürlich jetzt weißt, hat sich vielleicht einiges geändert. Er hat mir auch gesagt, du schaust nicht so oft ins Depot, ne? Nein. Ja, deswegen ist die Frage vielleicht ein bisschen schwer aktuell. Also wie sieht deine Gewichtung aus, beziehungsweise deine Anlagestrategie, wenn du sie jetzt aktuell beschreiben würdest? Die hat sich ja wahrscheinlich auch im Laufe der Jahre so ein bisschen angepasst. Genau, also so vom letzten Stand her. Welche Gewichtung? Also es gibt mehrere Gewichtungen. Ne? Also ich habe eine Ländergewichtung, ich habe eine Branchengewichtung. Mhm. Ne, ich meine rein vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie die Frage gemeint ist. Hier steht jetzt nichts Spezifisches. Ich denke Gewichtung eher so vielleicht von den Positionsgrößen eventuell. Aber vielleicht interessanter, so Anlagestrategie, das ist, glaube ich, das, was sich rauskristallisiert. Also was so dein Stil ist oder vielleicht wie viele Positionen du hast und in welche Richtung diese Positionen gehen vom Stil her. Ja, Value, Dividende oder gemixt, das wäre interessant. Ja, der Stil geht mehr Richtung Dividende, weil ich ja versuche natürlich auch von der Dividende irgendwie zu leben. Mhm. Und dann ist es so, dass ich halt auch denke, dass die Themen Gesundheit, Konsum, Markenartikel, die spielen bei mir einen relativ hohen Wert. Ja. Also ich habe mein Depot mit rund 20% in Gesundheit laufen, ja, wo dann eben Medizintechnik, Gesundheitsdienstleistungen, Pharmatitel, Brillen und solche Themen mit drin sind. Dann im Konsumbereich bin ich auch ungefähr so mit 15% des Depots drin, mit Getränke, mit Tabak noch ein bisschen, Nahrung sehr viel und Gastronomie. Und dann Markenartikel, auch wieder mit Kosmetik, Hygiene, Sportartikel wie Nike und solche Geschichten. Bin ich auch mit 15%. Und alles andere ist in Finanzen, habe ich noch so 13%. Das ist mir momentan einen Ticken zu hoch, will ich ein bisschen reduzieren. Genau, und alles andere ist so querbeet. Chemie habe ich mit 5%, das will ich ein bisschen ausbauen noch. Genau, das sind so die größten Themen, die ich da drin habe. Energie noch mit 7,5%. Ja, spannend. Genau. Und ist dann eben verteilt auf die Kontinente. Also in Nordamerika bin ich mit rund 56% vertreten. Und Europa knapp 30, Asien knapp 10 und dann noch ein bisschen in der Welt umeinander, so ein paar Prozente, genau. Spannend. Also die Aussage ist einfach, das Depot sollte diversifiziert sein, über die verschiedenen Länder, über die verschiedenen Branchen. Und dann muss man halt wissen, was einem wichtig ist, da die Weltbevölkerung, ich glaube, jedes Jahr ja um 80 Millionen Menschen wächst, trinken halt jedes Jahr oder alle paar Jahre ein paar mehr Millionen Leute Coca-Cola und Pepsi und die brauchen auch Procter & Gamble für die Rasierklingen, die Männer zumindest, oder die Frauen teils auch, ja, genau. Ja, also alles, was konsumiert wird oder Gesundheit angeht, die Menschen werden auch immer älter und wie gesagt, es werden immer mehr, die Themen, die laufen eigentlich immer. Ja, vielleicht hat man da jetzt nicht so die Zuwächse, wie wenn ich eine Tesla-Aktie im Depot habe. Aber es ist halt solide und die Dividenden kommen und die Werte steigen oder sollten in der Zukunft auch steigen, meiner Meinung nach. Ja, es ist auf jeden Fall sehr solide und ja, vor allem ist ja in deiner Situation wichtig, dass man da vor allem auch Erträge hat, die real sind, wo man dann auch von leben kann. Dann ist noch eine Frage, die daran auch anknüpft. Also bei welcher Bank hast du dein Depot und hast du da irgendwie ein GmbH-Konstrukt oder so? Oder hast du das quasi einfach, so wie Helmut, alles privat, ganz normal? Nein, also GmbH habe ich keine und das Depot habe ich bei der Deutschen Bank im Wesentlichen. Habe noch ein kleineres Depot bei der Ingediba. Und genau, also aber bei der Deutschen Bank liegt das meiste. Okay, ja. Also ganz, ganz easy, keine komplizierten Konstrukte, keine komplizierten Geschichten und das Thema An- und Verkauf, ob das jetzt ein bisschen teurer oder ein bisschen billiger ist, das ist halt die Frage. Bei der Deutschen Bank habe ich halt auch ein bisschen Service noch dabei, da habe ich noch eine Ansprechpartnerin,
die man jetzt nicht so oft braucht. Das ist zugegebenerweise ja schon klar. Aber bei den billigeren Banken kommt halt auch nicht so viel an Informationen, als wenn es jetzt zu Aktiensplits kommt oder zu irgendwelchen Themen, was das Unternehmen halt betrifft. Dann ist die Deutsche Bank meines Erachtens oder eine größere oder wahrscheinlich auch die Commerzbank, die sind da einfach ein Ticken schneller, als wenn ich das Geld jetzt irgendwo bei der Comdirect oder DKB oder sonst irgendwo habe. Aber das, auch dort ist es kein Fehler. Das Ja, passt. interessant. Ja, viele machen sich immer Gedanken über so diese Konstrukte, aber ja, also ich sag mal, bei Aktien, wenn man vor allem langfristig anlegt, ist das jetzt nicht so sinnvoll. Wenn man vielleicht tradet, dann kann man darüber nachdenken. Genau. Ja, also ist natürlich auch immer dann eine Sache, wenn man es einfach privat hat, ist das Ganze auch sehr einfach, ne? Mit einer GmbH muss man auch, ich glaube sogar, der Maurice hat das jetzt so, da musst du halt auch jede Transaktion irgendwie tracken. Und ich glaube, das ist dann schon auch ein Mehraufwand. Wie ist das denn jetzt? Also, du hast ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt oder auch eben erwähnt, du schaust gar nicht so oft ins Portfolio rein, weil viele Leute haben immer im Kopf, wenn man was mit Aktien macht, ist das auch gleich immer super viel Zeitaufwand. Ja, aber im Endeffekt kannst du mal vielleicht beschreiben, was du so für einen Zeitaufwand hast jetzt für das Ganze. Und ja, hast du da irgendwie im Jahr, dass du dich dann mal hinsetzt, mal schaust oder wie gehst du da ran oder hast du da irgendeine Routine, wie du da ein bisschen vielleicht das Ganze beobachtest? Gut, ich hab zwei, drei Online-Tools, in denen ich relativ schnell sehen kann, was Sache ist. Also ich habe einmal so ein Musterdepot, ganz easy, bei der Comdirect, wo ich, wenn ich jetzt auch was zukaufe, das dann einfach reingetrackt wird. Ja. Wenn ich jetzt nur in der Deutschen Bank gucke, habe ich ja nicht die ganze Wahrheit, weil halt auch noch ein bisschen was woanders liegt. Das heißt, dort ist dann alles drin. Dann habe ich beim Divi Diary, das ist, glaube ich, auch so bekannt, also da kriegt man ja immer die Informationen, welche Dividenden kommen wann und wo. Das ist ganz schön, wenn man da so ein bisschen auch in die Historie schauen kann oder auch da reinschauen kann, was noch so kommt. Und dann habe ich bei Rentablo, also ich track es dreimal. Ich weiß, das ist ein bisschen Arbeit. Ja. Dann, wenn man dann was kauft, muss man es halt überall reintippen. Aber da jedes Tool ein bisschen andere Informationen liefert und man dann halt auch manchmal die Frage hat, wie viele Dividenden oder wann kommen sie? Oder das nächste Mal wieder die Frage, wie sind meine Erträge gelaufen oder so? Oder wie ist der Forecast für die Dividende für nächstes Jahr? Das sehe ich halt bei den Tableau dann wieder besser. Deswegen habe ich halt in diesen drei Tools getrackt und habe dann aber zusätzlich noch eine Excel. Also diese große Excel, von der ich vorher schon gesprochen habe, da stehen die Aktien dann eben nochmal drin, wo ich mir dann halt auch noch meine persönliche Dividendenrendite ausrechne und da halt die Dividenden reinträge. Das ist jetzt vom Zeitaufwand her, also wenn ich sage, ich gucke da nicht in mein Depot, meinte ich natürlich eher, ich gucke nicht rein, um dauernd meine Aktien zu bewerten oder zu gucken, wie steht die jetzt oder was machten die Allianz jetzt oder haben sie jetzt wieder eine neue Idee oder so, sondern die Aktien selber, die schaue ich mir nicht so oft an, also bei Unternehmen, ja. Was ich öfter mache, ist dann halt diese Themen, diese Excel da reinzutracken, damit ich einfach weiß, wo ich gesamthaft stehe. Und wenn ich dann so einmal im Jahr vielleicht, oder manche Dividenden kommen viermal im Jahr, wenn die dann halt kommt, dann gucke ich mir die Aktie vielleicht mal an, kurz, oder fliege da mal drüber, oder wenn ich irgendwie was lese oder sowas, dann denke ich vielleicht auch mal drüber nach. Zum zeitlichen Aufwand, keine Ahnung, im Monat, weiß ich nicht. 8 Stunden oder so. Also ich Ja. gucke schon rein, aber nicht im Sinne, dass ich jetzt ständig analysiere und Ja. sowas. Ne? Ja, nicht, dass du musst, sondern einfach auch, dass dich interessiert das Thema ja auch. Ne? Ja, Ist, vor allem genau. das. Oder wenn es jetzt heißt, boah, jetzt ist ein Crash und alles geht runter, oder ich sehe nur rot, 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 dann Ja. gehe ich halt meine Comdirect und gucke da oben rein und sage, okay, wo stehen wir denn? Oder wie viel rote Zahlen stehen da schon wieder rein? Ja. Dass man einfach so ein Gefühl hat, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, vor allem auch das ist ein super Stichwort mit der persönlichen Dividendenrendite. Ich glaube, da gibt es auch gar kein gutes Tool, wo du das dann auch nochmal zusätzlich trackst. Das muss man dann halt selbst so ein bisschen im Blick haben, weil das ist da was auch viele unterschätzen, ne? Wenn es gute Unternehmen gibt, die Dividendenwachstum haben, das ist mit den Jahren dann auch super, super viel. Ja, da habe ich Ja. auch noch kein Tool gefunden, weil das Problem ist ja dann auch mit den Nachkäufen. Ne? Wenn du dann noch Nachkäufe hast Jetzt und dann kompliziert. noch eine persönliche Dividendenrendite auszurechnen, mit dem Tool, ich glaube, ist auch relativ komplex. Ne? Das stimmt, Und das im stimmt. Excel ist es relativ easy. Ja.
Mega, dann sind wir auf jeden Fall durch mit den ganzen Fragen. Sind natürlich manche doppelt, aber die sind auf jeden Fall erledigt. Und mega, auf jeden Fall sehr cool. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und dann würde ich sagen, ja, genieß da weiterhin die Sonne und bis zum nächsten Interview, würde ich sagen. Ja, danke. Ich wünsche dir auch alles Gute.